Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schweriner Depotgeschichten, einer Sendereihe von TV Schwerin und dem Museen der Landeshauptstadt Schwerin. Wir möchten Ihnen hier interessante Objekte vorstellen, die mit der Geschichte der Stadt verbunden sind, aber auch die Menschen und die Stadtentwicklung repräsentieren. Heute soll eine nicht verwirklichte Plastik des Schweriner Bildhauers August Martin Hoffmann im Mittelpunkt stehen. Noch ist Zeit, Blumenzwiebeln zu stecken, aber nicht jede Blume blüht. Und diese Erfahrung musste auch August Martin Hoffmann machen. Seine Plastik Wurzeln wachsen blühen begleitete den Bildhauer beinahe 25 Jahre durch seine Schaffenszeit hier in Schwerin. Und doch wurde sie nie verwirklicht, obwohl es immer wieder Anstrengungen dafür gab. August Martin Hoffmann ist einer der meistvertretenen Bildhauer Schwerins. Kein anderer Künstler hat in Schwerin in dem 20. Jahrhundert so viele Bildwerke hinterlassen wie er. Doch über sein Leben ist wenig bekannt. 1924 wurde er in Herbolzheim in Baden-Württemberg geboren, studierte in Düsseldorf an der Kunstakademie und wechselte 1954 nach Dresden zu Walter Arnold. Hier legte er sein Diplom ab und war die ersten Jahre auch freischaffend tätig. 1967 kam er nach Schwerin und wurde hier ein gefragter Bildhauer. Bis zu seinem frühen Tod 1985 entstanden zahlreiche Bildwerke, die auch heute noch populär sind und zu den stillen Begleitern unserer täglichen Gänge durch die Stadt gehören. Sie kennen sie, Junge mit Taube am Pfaffenteich, die Ruhende vor der Schelfkirche oder auch die Schwimmgruppe vor der heutigen Schwimmhalle auf dem Dresch. Die Geschichte seines Bildwerkes Wurzeln wachsen blühen ist nicht nur eine Geschichte, die mit dem Bildhauer verbunden ist, sondern auch ein Stück weit Kulturgeschichte der DDR widerspiegelt. Denn es zeigt sich darin, wie Einfluss auf Kunstwerke genommen wurde, beziehungsweise welchen Einfluss Materialressourcen auf die Entstehung dieser Werke hatten. 1967 war ein Wettbewerb für die erste Monumentalplastik Schwerins geplant, an dem sich Hoffmann mit seinem Entwurf beteiligte. Auch wenn er keine Platzierung erhielt, erhielt er immerhin die Bestätigung der Verwirklichung seines Planes. Und wo Wurzeln wachsen blühen ursprünglich realisiert werden sollte, das zeigen wir Ihnen gleich. Wir befinden uns im Schweriner Stadtgebiet Lankow, am Einmündungsbereich der Gardebuscher Straße in die Grevesmühlener Straße, in unmittelbarer Nähe der Straßenbahnhaltestelle Kieler Straße. Hier sollte Hoffmanns Plastik Wurzeln wachsen blühen ursprünglich seinen Standort erhalten. Die 8 Meter hohe Plastik, so der Plan, sollte bereits bei der Einfahrt in das Stadtgebiet, von der Innenstadt aus kommend, sichtbar für alle Schweriner und Gäste sein. Doch dazu kam es nicht. 1970 im November vermeldete Hoffmann zwar seinen Auftraggebern, dass das 1:1 Modell fertig sei und der Guss im nächsten Jahr in Lauchhammer realisiert werden könnte. Was er allerdings nicht wusste, dass der Oberbürgermeister von Schwerin die Gusskapazität für das kommende Jahr bereits gestoppt hatte. Doch was war der Grund? Im Sommer 1970 war auf dem Waldfriedhof, dem gerade frisch eröffneten Begräbnisplatz Schwerins, ein Denkmal der Öffentlichkeit übergeben wurde, das nur kurze Zeit stand. Es handelt sich dabei um den großen schreitenden Mann von Wieland Förster. Das Denkmal stand nur wenige Wochen und wurde auf politischen Geheiß entfernt. Anschließend wurden sämtliche beauftragten Kunstwerke Schwerins noch einmal einer Prüfung unterzogen. Auch Wurzeln wachsen blühen. Dabei stellte man fest, dass das Denkmal zwar politisch in keinster Weise zu beanstanden sei, allerdings sei es zu wenig politisch. Es könne auch in einer westdeutschen Großstadt verbaut werden und habe zu wenig Aussagekraft für den neuen sozialistischen Stadtteil Lankow in Schwerin. Und daher stoppte man den Auftrag. Es folgten eine jahrelange Odyssee mit verschiedenen Standangeboten hier in Lankow, schließlich sogar auf dem Dresch 1989. Der Künstler war bereits 4 Jahre tot, hat man schließlich das Denkmalprojekt eingestellt. Hoffmanns Werke sind trotz alledem vielfach in der Stadt vertreten. Wenn Sie sich für die Geschichte Hoffmanns und seiner Werke interessieren, sind Sie herzlich eingeladen, zu der neuen Ausstellung der Stadtgeschichtlichen Sammlung im Schleswig-Holstein-Haus ab 3. Dezember zu den bekannten Öffnungszeiten. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Beginn der Adventszeit und freue mich auf ein Wiedersehen im Dezember.